Yo Leute, was geht? Euer Ragefritze ist wieder back am Start. Ja Freunde, mit einer neuen Episode unserer Draft to Glory Serie. In dieser Episode haben wir einige Packs geöffnet, wieder ein Full Draft gespielt und sogar einen garantierten Hero Pick geöffnet, Freunde. Um zu sehen, wie uns das in unserem Team weitergeholfen hat, ob wir unser Team verbessern konnten, lasst dafür gerne ein Like da, lasst dafür gerne ein Abo da, dann verpasst ihr das nicht mehr, wenn wir solche Spieler ziehen und solche Packs öffnen. Ja und ansonsten, Freunde, würde ich sagen, springen wir rein. So Freunde, wir sind wieder in Ultimate Team angekommen und ihr seht schon, wir starten heute mal anders ein. Wir starten heute erstmal mit unserem Draft rein, weil wir brauchen noch ein paar Coins, Freunde. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier für ein Team bekommen, Freunde. So Freunde, ihr seht, das hier ist unser Team. Massiv schlecht angefangen, aber hinten raus echt noch ein ganz gutes Draft geworden. Deswegen Freunde, ich würde sagen, ich bin echt mal gespannt, was wir hier aus diesem Draft holen können. Und wir springen gleich mal ins erste Spiel rein. Come on, Nani. Gut, Smith, ja, komm, Araujo. Araujo in feinster Stürmermanier. Ja, Ronald Araujo. Oh, und Ragequit? Rage Schritt bei 1-0, so will ich das sehen, Freunde, so will ich das sehen. Holen wir heute vielleicht sogar mal unseren ersten Win, mal schauen. Okay, zwei dagegen hat es auch schon gefunden, Freunde, Cotil FC. Ja, okay, Mondim-Tor, ja, Verteidigung geht, okay, offensiv habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber egal, okay, Gegner wechselt erstmal, mal schauen. Eckball, okay, müssen wir aufpassen, Zico, ja. Ja, weil Yashin weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht, Yashin, ob das sein muss. Das weiß ich halt einfach nicht, Mann. Du hast die 92, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass du da den Ball nicht fangen kannst, ne? Da waren deine Hände vielleicht ein Menge rutschig, ne? Ja? Dann kann ich mir Toto, nein, auch klar. Nein, Poppen. Mann, wir scheiden wieder aus, ich will doch nur einmal gewinnen. Ja, Glück, egal, komm, Smith. Ja, Smith. Ja, ja, Digga, geil. Geil, komm, 2-1, wir sind noch da, Gaucho, komm, wir sind noch da. Komm, on, kann schon da, komm, schick, kein Abseits, komm, Smith. Let's go, 2-2, komm, Freunde, das holen wir noch, Freunde, komm, on. Nein, geh doch hin! Oh mein Gott, geh doch hin! Was ist denn mit dir da? Mach den Greedy! Wow! Bist du unsympathisch? Wow! Wow, bist du unsympathisch? Irre! Wow! Yay, wow! Ja, geil, Digga, wir verlieren das Spiel mit 3-2, ey. Zweite Runde wieder ausgeschieden, ne? Ich hab schon wieder gar keinen Bock mehr, Alter. Wow! Wow, ich hoffe einfach, dass die Packs dann besser werden. Ich hoffe es einfach so sehr. Wow, also nicht die, aber die, also SBCs dann. So, wir holen uns dann schnell noch ab. Wir kriegen mit einem Sieg. Ja, wahrscheinlich wieder ein Premium Goldpack oder sowas. Ein Goldpack. Wenn wir Glück haben, zwei Goldpacks oder so vielleicht. Und wir kriegen Goldpack und Premium Goldpack. Silberspielerpack. Geil. Come on, Freunde. Packs waren natürlich scheiße, aber wir haben jetzt auch die Top-Partien angefangen. Schauen wir mal, was aus den Packs da rumkommt. Ich schneide auf jeden Fall die Packs rein und wir sehen mal, ob was Gutes da rumkommt jetzt. Schauen wir mal, Prime Goldspieler klein, können die eventuell sogar mit Luck was drin sein? Kein Walkout, es ist wieder Eriksen, Digga, wir ziehen zu oft Eriksen, es ist nicht mehr normal, ne? Er will unbedingt in mein Team, der Kollege hier. So, dritte SBC auch abgeschlossen, schicken wir auch noch schnell ab, schauen wir mal, was jetzt hier noch drin ist. Jetzt kommen natürlich die Scheißpacks noch, aber er macht nichts. Come on, Jobrium Goldpack, machen wir nochmal auf, vielleicht haben wir mal Glück. Ne, wir haben natürlich kein Glück, stark! So Freunde, die letzten beiden SBCs natürlich auch noch abgeschlossen. Seltenes Elektrum Spielerpack haben wir. Aber machen wir erstmal das Prime Elektrum klein auf, schauen wir, was da drin ist. Das könnte ein Walkout gewesen sein, Deutschland. ZM. Toni Groß.
Freunde, Toni Kroos aus dem Torwart-Team, ich beschwöre mich nicht, können wir sehr, sehr gut gebrauchen. Können wir sehr, sehr gut gebrauchen, Freunde. Sage ich euch, wie es ist. Das sage ich euch, wie es ist. Come on, Freunde, jetzt noch das Selbstdelektum Spielerpack. Wäre cool, wenn noch was drin ist. Weiß ich nicht. Deutschland, Sané. Ja, 84er Sané wenigstens, oder? Ja, 84er Sané können wir mitarbeiten. Das passt. So, Freunde, wir haben noch ein paar weitere Packs abgeschlossen: 82 plus, 78 plus, nochmal 82 plus. Wir schauen, was da drin ist. Da könnte echt mit Glück auch nochmal der ein oder andere Walkout bei rumkommen. Ich hoffe es wirklich, ey. Wir brauchen unbedingt das BC für der 83er Tier erstmal aus dem 78 plus Pack. Ist okay. Ist okay, jetzt schauen wir mal bei den guten Packs rein hier. 83x2, 82x2, come on, Freunde. Gönn was, kein Walkout, scheiße. Türkei Stürmer, weg damit. Weg damit. Ünal, Alter, weg damit. Come on, jetzt weiter geht's, nächstes Pack. 82x2, jetzt komm, bitte. Ein Walkout einfach nur. Digga, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße, ist das. Noch 83 plus, come on. Und 83x2, bitte. 83 plus. Spanien, EV, dort steht Laporte 85, ja, ist okay, 85 Laporte, aber ein Walkout wäre schon mal ganz cool gewesen eigentlich, ne? Jetzt letztes Pack haben wir noch, Freunde, schauen, was jetzt hier drin ist. Come on, come on, come on, come on, come on, was ist das? Ist das ein Walkout? Nein, das ist kein Walkout, glaube ich, oder? Doch, es ist ein Walkout, ja, Trent Arnold. Ey, ist okay, 86, kein Doppel-Walkout leider, aber 86 Walkout wenigstens nochmal einen gezogen. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit, Freunde, für SBCs und 85 dahinter. Top, einwandfrei, Freunde. So, Freunde, wir haben jetzt auch nochmal den 83 plus Inform-Player-Pick gemacht. Einfach nur, um den Inform zu haben, den wir brauchen für das 100-Spieler-Pack, Freunde. Ich will das 100-Spieler-Pack machen. Dafür machen wir jetzt einfach mal ganz fix den Player-Pick auf. Wer weiß, vielleicht kriegt man auch mal guten Inform, aber ich bezweifle es eher bei meinem Pack lang. Deswegen, wir machen mal das Pack auf, den Pick auf. Schauen wir mal, was drin ist. In 3, 2, 1. Schauen wir mal, was da drin ist. Ja, 86 Hummels ist raging. Können wir sehr, sehr gut für dieses 100er Team gebrauchen, Freunde. Jetzt bin ich gespannt, was wir da draus ziehen werden. Come on, Freunde. 100 Profis Pack. 25 seltene Bronze. 35 seltene Silber und 40 seltene Goldspieler. Come on, Walkout. Portugal, ZM. Ist Inform? Hat Fernandes Inform? Er kennt die Karten nicht. Nee, hat er nicht. Was ist dahinter? Komm schon, was ist dahinter? Komm. Ein guter. Komm, ich kenne das Team und so weiter. Wer ist es? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, okay, 86, 83, 88, ist ganz okay, aber ja, weiß ich jetzt nicht, Freunde. So, Freunde, die UEFA-Top-Spiele schließen wir natürlich auch noch ab, ist natürlich ganz klar, wir sind auf der Jagd nach High-Rated Cards, Freunde. Prime-gemischte Spielerpack. Come on, geh auf. Und wir ziehen daraus leider nichts. Das ist eine komplette Bollkarte. Ich lasse mich nicht verarschen hier. Genau, weiter geht's. Come on, Freunde. Der SBC ist fertig abgeschlossen. Schauen wir mal, was wir jetzt noch für Endpack bekommen haben. Ein Premium-Goldspieler oder Premium-gemischte. Machen wir erstmal ganz fix das Premium-gemischte auf. Schauen wir mal, was daraus kommt. Natürlich wieder eine Kombi-Ballkarte. Sehr, sehr gut, Freunde. Stark. Und jetzt haben wir doch das Premium-Goldspieler-Pack. Come on. Vielleicht. Na, okay, nee. Lass mir gut sein. So, Freunde, jetzt seht ihr gerade, mein Aufnahme hat leider abgespackt, aber wir haben Solski aus einem Pack gezogen. Ey, und ich habe gedacht, wir ziehen das aus Haaland oder so wegen Norwegen in Road to the Finals oder Knockout, keine Ahnung was. Aber hab gar nicht gewusst, dass es die Karte gar nicht gibt. Aber auf jeden Fall haben wir ohne gute Solski gezogen, Untrade. Ja, war jetzt nicht der geilste Spieler, ne? Aber was macht man sonst, ne? Machst du nichts. Jetzt machen wir noch ein paar SBC-Packs. Dann schneide ich wieder rein. Aber schade, dass da mal Kamera abgespielt ist. Egal, macht nichts, Freunde. Weiter geht's. So, come on, Freunde. Wir haben jetzt hier noch ein Mega-Pack. Das wird wahrscheinlich auch das letzte Pack mit sein, das wir heute öffnen können. Schauen wir mal, was jetzt hier nochmal drin ist zum Abschluss im Mega-Pack. Und dann am Ende springen wir auf jeden Fall nochmal in unser Team rein. Am Ende der heutigen Episode. Aber erstmal machen wir das Pack natürlich auf. In 3, 2, 1. Come on, Freunde, jetzt bin ich gespannt, was wir da nochmal ziehen. Megapack könnte nochmal was Gutes sein. Ist, glaube ich, ein Walkout sogar. Spanien, ZM. Ist ein Parejo, oder? Das ist ein Parejo, glaube ich. Ey, da machst du nichts mit verkehrt. Das passt. Top. Ist okay. Walkout aus dem Megapack ist okay. Ist okay, Freunde. Come on, Freunde, wir haben doch noch den 86er Hero Pick abgeschlossen. Ey, ich bin echt gespannt, was wir daraus ziehen. Das könnte uns wirklich nochmal extrem weiterhelfen in unserem Team. Oh, Freunde, 1 von 2, 86 plus Basis-Hero-Spielern.
Bitte gönnt irgendwas, bitte, es könnte uns so krass weiterhelfen. Komm schon, so ein Ginola oder so. Ich würde sagen, wir machen das Ding auf. In 3, in 2, in 1. Come on, come on, come on, come on. Ihr wollt mich verarschen. Ihr wollt mich komplett verarschen. Was eine Drecksfirma. Was eine Drecksfirma. Wow. So, Freunde, wir sind wieder bei unserem Team angekommen. Ihr seht schon, es hat sich gar nicht so viel verändert. Wir haben eigentlich nur unseren rechten Flügel ausgetauscht. Das ist sehr gut. Ich meine, wir haben einen gebraucht auf rechten Flügel. Aber ich wollte jetzt nicht aus dem Hero Pack den haben. Aber mein Gott, okay, ist halt so. Solskjaer haben wir auch gezogen. Ich würde ihn sogar gerne mal testen. Aber den werden wir halt nicht spielen lassen, weil ich denke einfach, dass der Haaland besser ist. Ich meine, wir könnten mal testen, so theoretisch so. Aber keine Ahnung, ich meine, klar, Solskjaer hat bessere Stats, aber allein vom Pace her ist Haaland, glaube ich, die bessere Option. Außerdem gibt es ja noch diese Challenge mit Haaland. Haaland sowieso OP-Spieler, deswegen glaube ich eher, dass wir Haaland weiterspielen. Wir können natürlich auch Solskjaer mal austesten, aber ansonsten findet er da eher wenig Platz bei uns im Team. Und ja, ansonsten ist da nicht viel passiert. Nächste Baustelle auf jeden Fall ein Innenverteidiger, Freunde, Linksverteidiger und eventuell sogar ein zweiter Stürmer. Schauen wir mal, was für Content noch kommen wird. Aber Freunde, bis dahin würde ich sagen, lasst erstmal ein Like da, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ich hoffe, dass ihr das nächste Mal keine Probleme mehr mit der Aufnahme habt, dass ihr auch alle Spiele seht, die wir ziehen. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, Freunde, haut da rein und ciao.